Recht herzlich willkommen zur 67. Folge von Simotrans. Ja, wir sind drinne. Ich habe letztes Mal ein bisschen geguckt noch, nachdem ich abgespeichert hatte, und mir ist dann aufgefallen, dass wir noch eine, gehen wir hier rüber über die Liste, na jetzt ist er irgendwo hingehutscht, huscht, dass wir hier noch einen Schrottplatz haben, den wir noch gar nicht angebunden haben. Ja, weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das geht. Alle anderen Fabriken sind, glaube ich, angeschlossen. Wir müssen jetzt mal gerade gucken, ob wir hier Schrott transportieren können. Unter was läuft Schrott nochmal? Können wir hier auch gucken. Da ist ja auch einer. Schrott läuft unter Schüttgut. Okay. Das würde bedeuten, wir brauchen ein Schiff, das Schüttgut transportieren kann. Sieht gut aus, oder? Gucken wir mal hier nach Schrott. Stahl, Südfrüchte, Schrott. Da. Oh, gibt es sogar drei. Beziehungsweise ein Schubschiff, ne? Ja, der würde dann auch wieder so wie der letzte das darüber bringen, ne? Das ist die Frage, der kostet uns 29, der kostet 16. 245 Tonnen, 140 Tonnen. 16,2, aber ich glaube, der Preis wird der gleiche sein, ne? Weiß gar nicht. Und der Schleppkahn ist dieser hier, der kann auch shit gut. Der kostet 3 Euro und der kostet 9, das sind 12. Volumen wäre 25 Tonnen. Und hier sind es 140 Tonnen. Ich glaube, dann lohnt sich das ja. Mit dem kleinen nicht, dann können wir auch gleich die großen nehmen. Und hier ist 16, 245, 29. Ja. Dann können wir auch den nehmen, denke ich. Fahrplan ist dann definitiv von da nach Floto. Aber in Floto ist das der richtige Anleger, das ist die Frage. Sieht man jetzt nicht, weil da gerade auch noch eine schicke Kirche ist. Gut. Und den Floto soll er 100% beladen, ne? Und Riedenburg-Floto wäre das dann. Ach, die Linie haben wir schon im Prinzip nur als Dingenslinie. Ja, okay, dann lassen wir das so. Dann passt das schon. Dann lassen wir fahren. Müssen wir gucken, ob der da unten lädt, ne? Weil weiterfahren ist ja kein Problem, ne? Weil das ist ja hier auch schon Schrott, dann kann er auch den Schrott von da unten mitnehmen. Müssten wir mal ein bisschen größer zoomen, dann kommen wir da auch hin. Ja, obwohl, das bringt dann auch wieder nichts. Müssen wir so machen, ne? So, und dann kannst du da drauf klicken und dann Schrottplatz bringt da und da den Stahl hin. Ja, durch vorhandene Linien wird das abgedeckt, wenn, ne? Musst du nur gucken, dass das Schiff halt passend ankommt. Gut. Schauen wir mal nach Riedenburg hier. Wie sieht's aus? Schon gewachsen? Nö. Dann Floto. Ja, machen wir das andere hier zu. Beziehungsweise zu wollen wir das nicht machen. Verschieben wir ganz einfach. Und ah, da schau her, da ist was gewachsen. Und das ist eine schlechte Stelle, wo da gerade ausgesucht ist, ne? Die Bushaltestelle, die wir da nämlich bauen müssen, die kommt ins Wasser dann, ne? Gucken wir mal, nehmen wir erstmal die Bushaltestelle, da ist sie. Und die würde dann dahin müssen, um es ordentlich abzudecken. Würde aber da nichts bringen und dann machen wir sie dahin, ne? Dann deckt sie das Gebiet auch ab, was es braucht. Gut, Terraforming ist da. Aufschütten ist da. Da ist die Bushaltestelle. Bedeutet, die muss dahin, ne? Passt.
Straße. Komm noch da. Fertig, oder? Bushaltestelle. Dahin alles abgedeckt. So, dann noch Linie ändern. Das weg. Das weg. Den gerade in Empfang nehmen. Passt. Linie aufrufen. Fenster nach links klicken. Der Bus kann schon wieder zu. Oh, der fährt mit 50 schon da ziemlich voll rum, ne? Auch den zweiten. Aber 1700 minus. Machen wir Linie ändern. Und dann fährt der von wo nach wo? Gute Frage, ne? Platinweg ist da. Und da. Wo ist der Efeuweg? Da. Platinweg, Efeuweg. Dann fährt er nach Römerstraße. Dann würde ich sagen, fährt er danach. Oder davor einfügen, dahin. Von der Römerstraße fährt er zum dahin und dann wieder zum Platinweg. Vom Platinweg fährt er dann nach Klosterstraße, das ist da oben. Wenn er von der Klosterstraße wiederkommt, fährt er zum Platinweg und dann. Römerstraße fährt er nur einmal an, ne? Floto. Ja, gute Frage, ne? Ich glaube, wir lassen es mit einmal da gut sein. Passt schon. Das ist da, okay. Sind wir wieder bei Floto und gucken da nochmal rein. So, die Bushaltestelle sitzt. Andere werden nicht gebraucht, ne? Nein. Dann gehen wir rüber nach Waldeck. Waldeck ist abgedeckt. Sonderhausen ist abgedeckt. Dann nach Lauter. Da ist abgedeckt. Passt. Gut, Döbeln. Ist abgedeckt. Radolfzell ist wohl abgedeckt. Obwohl da zwei Straßen sind, die schon möchten, aber dürfen noch nicht oder bauen noch nicht. Gut, hier oben war noch einer, aber da ist auch noch nichts passiert. Okay, läuft. Dann haben wir noch oben Altenau und Hardexen. Ja. Ziemlich eingedenkt hier, Altenau, ne? Und Hardexen ist auf dieser Seite, obwohl die da schon wieder bauen. Ein bisschen zerklüftet hier, aber okay. Gut, Riedenburg hatten wir, ne? Glaube ja. Passt. Okay, hier hatten wir letztes Mal auch eine Linie gemacht. Sollten wir vielleicht nochmal gerade angucken. Schifffahrt, 257 Passagiere laufen hier ein und aus. Da stehen 6 bei der Sehenswürdigkeit. Hier wahrscheinlich keiner. Oh, nö, tatsächlich. Fußvolk nicht vorhanden. Und da ist die Frage, ob hier einer steht. Ne? Wo ist die Bushaltestelle? Da. Nö. Fahrgäste kommen nicht. Schnell noch gucken. Nein. Gut. Haben wir das auch? Ja, der Schrott ist dann hier unterwegs, ne? Da unten haben wir den ja. Ja, sollen wir schneller laufen lassen? Ich glaube schon. Machen wir verfolgen.
Karte können wir zumachen, ne? Oder auf der Karte können wir auch sehen, wo er ist, ne? Müde Betriebshof ist überfüllt. Okay. Wird nichts abgeholt. Gerste. Das ist da. Ja, die Bauern schaffen das hier ran und dann wird von hier auch noch da hinten gebracht, ne? Diese hier, ne? Sollten das eigentlich transportieren, beziehungsweise er hier, ne? Lass mal gerade nochmal schneller laufen. So, na, ist noch nicht da. Jetzt hat er wohl entladen, oder? Er fährt da rein zum Entladen. Ja, und nimm wieder mit, ne? So ist es. Und er hier fährt gerade wieder weg, oder wie sehe ich das? Ohne Sachen. Liegt einfach daran, dass hier kein Ding ins passende Anleger ist, ne? So, das bedeutet, wir müssen mal gerade schauen, dass wir das anders sehen, so sehen. Und dann müssen wir da einen Anleger machen. Da einmal wieder umkehren. Machen wir die Karte jetzt zu. Und dann müssen wir noch einen Anleger dahin kriegen, der für Schrott auch geeignet ist, ne? Weil da ist wahrscheinlich nicht der passende Anleger. Frachthafen. So. So, den ausmachen. Dann nochmal draufklicken. Jetzt hat sich nichts geändert, oder? So. Er kommt da gefahren. Mach mal schneller. So, kriegt er jetzt was oder kriegt er jetzt nichts? Kriegt nichts, irgendwas ist immer noch faul. Ach. Ist ja nicht doch, der ist noch da drinnen. Dann müsste das da eigentlich liefern können. Statistik. Schmiedehafen ist angebunden, das ist die. Und warum transportiert er hier nichts jetzt? Foto 100%. So, auf ein neues. Fährt da hin und bleibt da liegen. Passt. So, wieso kriegt er nichts? Das ist jetzt die Frage, ne? Stahlwerk. Schrott voll. Zweites Stahlwerk. Auch noch voll. Okay, deswegen geht's nicht. Ich drehe mal die Karte wieder, bis wir unsere normale Ansicht haben. Ja, okay, da haben wir das aber auch gemacht. Kostet uns ja nichts, wenn er nicht fährt. Und ja. Dann geht das auch weiter. Haben wir es erst geschafft im Endeffekt, ne? Floto, ja komm, gehen wir gerade nochmal bei Waldeck vorbeigucken. Das war hier oben. Obwohl, bis das denn? Obwohl, hier ist die Straße auch schon am Rand. Das wächst auch, ne? Gut. Einmal nach Sonderhausen nochmal gucken. Da ist nix. Alles abgedeckt und lauter. Macht hier auch noch nichts. Und das wird wahrscheinlich die nächste Stelle sein, die dann darüber geht. Gut. Wenn wir schon dabei sind, gerade nochmal Döbeln auch noch angucken. Nö. Nö.
Radixen. Alles im grünen Bereich. Altenau. Auch nix. Haben wir hier schon? Glaube ja. Unten noch nicht, ne? Radhofzelt hatten wir noch nicht. Gut. Da sind wir dann durch erst. Okay, dann würde ich sagen, soll es für die Runde aber auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.